Hallo, herzlich willkommen im Arcada Club zum nächsten Teil zu Logoist 4, einer fantastischen Software, mit der wirklich sehr viel geht, und wir steigen direkt ein. Ich habe hier eine leere Vorlage wieder geöffnet und wir klicken mal auf die Schaltfläche Clipart, denn mit dieser Software bekommt ihr jede Menge Cliparts geliefert. Hier ist jetzt schon eins eingefügt worden, aber ihr habt hier auf der rechten Seite die Rubriken mit Sprechblasen zum Beispiel. Da könnt ihr also jederzeit solche Sprechblasen einfügen, oder ihr könnt hier Tiersymbole einfügen. Also wenn ihr da irgendetwas in dieser Form einfügen wollt, einfach draufklicken, schon habt ihr es drin. Schaut selber mal, wie viele Rubriken es hier gibt. Da ist für jeden was dabei, vor allen Dingen vielleicht auch für Geschäftsleute, die jetzt in der Corona-Zeit auch Plakate entwerfen müssen, um Warnhinweise zu geben. Auch da gibt es jede Menge, zum Beispiel eben solche Fahnen, solche Finger, ja, wo man so Warnhinweise mitgeben machen kann, oder eben so Lautsprechersymbole oder Personen zum Beispiel. Da können wir hier draufklicken, da habt ihr auch nochmal eine riesen Auswahl an verschiedenen Symbolen. Also es ist wirklich eine ganze Menge dabei und wir können die mal hinzufügen und die können wir anschließend natürlich verändern. Und alles, was wir bislang mit Schriften gemacht haben, können wir hiermit auch machen. Zum Beispiel können wir die in verschiedenen Farben füllen. Hier zum Beispiel gibt es diese Füllfarbe, die wir haben. Da können wir die hier auch jederzeit verändern. Also alles das, was ich euch gezeigt habe, was wir bei Schriften schon gelernt haben, geht eben auch für diese Cliparts. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und nun kommt noch etwas. Ich gebe hier nochmal so einen kleinen Text ein. Da mache ich hier mal so einen etwas kleineren Text, jetzt mit Absicht wirklich sehr klein, den hier, und da schreiben wir mal hin kleiner Text. Und es kann jetzt sein, dass ihr an einem Teil in eurem Plakat oder Entwurf arbeiten wollt, der aber eben genau so klein ist und man sieht ihn kaum. Und darauf wollen wir uns jetzt fokussieren, dass wir den verändern können, zum Beispiel hier die Schriften drehen. Und damit wir da nicht ständig mit dem Zoom arbeiten können, können wir für ausgewählte Objekte hier oben dieses Fadenkreuz anklicken. Sobald wir das machen, bekommen wir quasi wie so eine eigene Oberfläche für dieses Objekt. Und jetzt haben wir alle Möglichkeiten, hier drin rumzuarbeiten. Also wir können hier hingehen, den Buchstaben wegziehen und diese Veränderung machen, den hier zum Beispiel drehen oder einen anderen Zeichensatz wählen. Und wenn wir anschließend die Bearbeitung gemacht haben, klicken wir auf Fertig und die Änderungen sind hier unten eben erfolgt. Aber ihr habt es gesehen, wir haben so für dieses Objekt eine eigene Ansicht bekommen. Das geht mit jedem Objekt. Wir können das hier anklicken, klicken auf das Fadenkreuz und jetzt können wir uns hier auf dieses Objekt konzentrieren, hier die Veränderung machen und anschließend dann auf Fertig klicken. Und das Ganze wird wieder in die Hauptgrafik überführt. Das ist das Tolle. So, und jetzt machen wir noch etwas. Wir erzeugen eine sogenannte Instanz. Das ist im Grunde genommen eine Kopie. Ich zeige euch aber jetzt mal den Unterschied zwischen diesen Kopien. Ich mache mal Folgendes. Ich drücke hier auf dieser Ebene, beziehungsweise ich lösche mal eben hier den Text, damit wir nicht ganz verwirrt sind, und nehme hier jetzt dieses Symbol und diesen Menschen und drücke Command C und anschließend Command V. Damit kriege ich hier eine Kopie erzeugt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Farbe verändere, dann verändere ich tatsächlich nur die Farbe von diesem Menschen, diesem Rahmen hier, diesem Clipart. Was ist aber, wenn ich jetzt eine Grafik erstelle, wo ich ganz viele Logos in einer bestimmten Farbe habe und dann möchte ich deren Farbe verändern? Dann müsste ich an jede Clipart-Grafik rangehen und die Farbe dort verändern. Und das kann man sich schenken, indem man eine Instanz erzeugt. Dazu lösche ich jetzt nochmal diese Kopie, klicke das Original an und drücke anschließend hier auf dieses Stempelsymbol, wo drunter steht Instanz. Wenn ich da draufklicke, bekomme ich auch eine Kopie sofort hier auf dem Bildschirm und ich mache direkt noch eine Instanz darauf. Da ist schon die nächste und hier mache ich noch eine und die verändere ich in der Größe. Das mache ich hier, aber was ich mit der Hauptinstanz jetzt mache, ist, dass ich deren Farbe verändern. Dieses Clipart, ihr seht es auch hier in der Ebenenübersicht, heißt Clipart, die anderen heißen Instanzen. Und wenn ich an diesem Clipart jetzt die Farbe verändere, zum Beispiel es ins Blau setze, dann verändere ich alle Instanzen, die ich daraus erzeugt habe, gleichzeitig. Das ist das Tolle an dieser Funktion und wir können unabhängig davon die Größe verändern bei jedem Objekt, aber wenn wir zum Beispiel eben die Füllung verändern oder einen Schatten drunter setzen oder andere Sachen machen, dann verändern wir die Instanzen dabei. Und das ist wirklich toll, wenn man wirklich Grafiken erstellt, wo man sagt, ach nee, das Rot gefällt mir überhaupt nicht, da machen wir jetzt ein Gelb draus. Und das erspart unwahrscheinlich viel Arbeit, wenn man solche Instanzen sich eben erstellen kann.
Diese Funktion ist hier enthalten, klappt wunderbar. Und dann können wir noch etwas machen. Und zwar zeige ich euch das mal an einer Vorlage, die ich geöffnet habe. Ihr seht schon, die ist recht komplex. Also hier gibt es schon sehr komplexe Strukturen. Um so eine Grafik zu erstellen, braucht man solche komplexen Strukturen. Und jetzt zeige ich euch etwas, was ich wirklich fantastisch finde. Ich habe in einem Video euch mal gezeigt, wie man Farben auswählen kann. Und zwar harmonische Farben. Nicht einfach kunterbunt Farben auswählt, sondern Farben nach bestimmten Farblehren. Da gibt es bestimmte Theorien, nach denen Farben ausgewählt werden können, damit sie eben gut aussehen. Und diese Software beinhaltet diese Funktion. Wenn wir hier oben nämlich mal auf dieses Farbsymbol klicken, hier oben, dann errechnet uns die Software verschiedene Vorschläge, wie man das Plakat auch gestalten könnte. Und zwar sucht es dazu Farben aus, die auch wirklich zusammenpassen. Hier wird also nicht einfach rumgewürfelt, kunterbunt und dann irgendein Blödsinn zusammengestellt, sondern nach bestimmten Farbtheorien werden diese Vorlagen eben hier erstellt. Und wir können hier jederzeit auf neue Vorschläge klicken und dann geht der Algorithmus nochmal hin und erstellt eben nochmal neue Farbvarianten. Und wenn wir hier auf die Optionen mal klicken, dann sehen wir, dass wir das beeinflussen können. Zunächst einmal können wir sagen, wir wollen wesentlich mehr Vorschläge haben. Dann werden die hier eben entsprechend auch mehrfach erstellt. Und wir können auch sagen, wir möchten passende Farbtöne auswählen, komplett zufällige Farben verwenden. Das machen wir jetzt mal. Dann gibt es nämlich wirklich einen kunterbunten Mix hier. Ja, das sind jetzt sehr zufällige Farben, wobei ich finde, es sieht immer noch recht gut aus. Oder wir sagen, wir wollen nur hellblaue Töne. Mach mir mal ganz viele Plakate in hellblau. Ihr seht, dann kriegt ihr ganz viele Varianten. Oder ihr wählt rote Farbtöne an, dann bekommt ihr hier rote Plakate zum Beispiel. Sehr, sehr schön. Oder hier eine Kombination aus hellblauen und grünen Farbtönen wird dann hier eben entsprechend erzeugt. Wir gehen aber wieder auf passende Farbtöne hier oben. Und dann können wir noch hingehen und sagen, eine zufällige Farbsättigung soll noch stattfinden. Ihr merkt, das wirkt sich schon heftig aus auf das Objekt. Also da wird die Sättigung von Farben eben auch mit beeinflusst. Schalten wir lieber wieder aus. Oder die zufällige Farbhelligkeit. Dann haben wir eben auch Hell- und Dunkeleffekte mit drin. Aber manchmal ist auch das vielleicht ganz witzig. Und wir können auch sagen, wir wollen Objekte mit Farbe füllen, die wirklich auch eine Farbe zugewiesen bekommen haben. Wir können aber auch sagen, nee, füll mal alle Grafiken, auch die, deren Farbe wir nicht bestimmt haben. Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber das kann man hier auch noch einstellen. Und wir können sagen, die Farbähnlichkeit kann man hier noch ein bisschen anpassen. Wir klicken mal drauf. Ihr seht, je weiter ich das hochziehe, je ähnlicher werden die Farben zum Originalplakat. Wenn ich hier unten den Schieber runterdrehe, dann bekomme ich immer mehr Farbvarianten hier quasi reingezeichnet. Also das kann ich auch machen. Und ich kann die Vorschlagsgröße hier verändern, dass ich eben mehr auf meinem Bildschirm sehe. Das kann ich alles unter diesen Optionen einstellen. Finde ich super, macht richtig Spaß, weil man damit ruckzuck verschiedene Sachen erstellt hat und eben wirklich solche Varianten erstellt hat. Und man kann jetzt hier zum Beispiel einfach draufklicken und dann hat man das Ganze hier übernommen. Wir können jetzt noch einzelne Farben hier verändern, indem wir hier draufklicken und sagen, na, aus dem Grün machen wir lieber hier so ein Lila und aus dem Pink da unten machen wir nochmal so einen Orangenton. Und so kann ich meine eigenen Farben hier nochmal bestimmen. Und wir können anschließend auf Anwenden klicken. Dann wird diese Farbkombination auf das aktuell eben vorhandene Plakat angewendet. Aber ich kann auch sagen, als neue Arbeitsfläche hinzufügen. Das mache ich mal. Und schaut mal, was jetzt passiert. Ich habe jetzt hier tatsächlich zwei Arbeitsflächen. Einmal diese, in der mein Originalplakat noch war, mit allen Ebenen, die ich hier finde. Und mach mal diesen Pfeil hier zu. Und dort ist die Arbeitsfläche 2. Das ist meine Variante, die ich daraus erzeugt habe. Und die habe ich hier in einer zweiten Arbeitsfläche, ohne dass ich das Original dabei überschrieben habe. Ist das nicht toll? Und wie komplex das Ganze hier wird? Ich finde das hervorragend und fantastisch. Und gerade das mit der Farbauswahl, das gefällt mir ausgesprochen gut, weil damit lassen sich wirklich schöne Varianten erzeugen, die auch harmonisch und gut aussehen. Ja, das soll es für diesen Teil gewesen sein. Alle Kurse gibt es als Download-Version auf der Homepage www.arcada-club.de. Als Kaufversion, aber dafür ist sie werbefrei und ihr findet dort auch alle Teile. Bei YouTube sind sie manchmal verstreut und nicht alle vorhanden. Das ist auf der Webseite halt anders, da könnt ihr euch sie auch herunterladen oder am iPad euch anschauen. Aber herunterladbar sind sie auch, sodass ihr sie mitnehmen könnt und in der Bahn zum Beispiel euch anschauen könnt oder im Garten, wo auch immer ihr da Lust zu habt. Ja, und falls euch das Video gefallen hat, klickt gerne auf Gefällt mir. Anschließend könnt ihr auf Abonnieren im YouTube-Kanal klicken und auf das Glockensymbol. Dann seid ihr quasi Mitglied im YouTube-Kanal beim Arcada Club und bekommt Hinweise, sobald ich ein neues Video veröffentliche. Ja, bleibt gesund und munter und viel Spaß mit dieser fantastischen Software.